herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich auch noch so spät abends erschienen sind. Wir hatten echt nicht gedacht, dass tatsächlich noch so viele Leute um 23.15 Uhr Interesse haben. Aber wir haben gedacht, wir sind das Letzte, was Sie zwischen der Party heute Abend trennt. Deswegen versprechen wir, dass es unterhaltsam sein wird. Wir geben uns Mühe, dass Sie auf jeden Fall noch die letzten 45 Minuten, bevor es mit der Party losgeht, auch unterhaltsam verbringen. Damit Sie auch noch wissen, wer wir sind, stelle ich uns einmal ganz kurz vor. Wir sind die Nachwuchsforschungsgruppe Digitale Mündigkeit. Das ist ein Projekt, was durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Und wir sind, also meine Person, André Calero-Valdez, Laura Burbach, Patrick Halbach, Johannes Nakayama und Nils Plettenberg. Und wir werden gemeinsam die Ergebnisse dieser Forschungsgruppe hier vorstellen. Zu Beginn eine kurze Frage. Erinnern Sie sich noch vor genau 2 Jahren, wirklich genau vor 2 Jahren, was war vor 2 Jahren an diesem Tag? 9.11.2016. Manche wissen es noch, ich kann mich ziemlich gut erinnern, also das Datum ist erst nachher wieder klar geworden, aber ich habe morgens aufs Handy geguckt und ich hatte lauter Push-Nachrichten und mein Eindruck war ungefähr wie der dieses Herrn. Ich dachte, was? Die Amerikaner haben wirklich Trump gewählt? Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der überrascht war. Die Amerikaner selbst waren auch alle überrascht. Also wenn man die Wählerbefragung unmittelbar vor der Wahl sich angeguckt hat, dann waren sich eigentlich alle Medienforschungsanstalten sicher und Wählerbefragungen sicher, dass Trump nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, sondern bis auf ein paar Ausnahmen, also es gibt hier so ein paar rote Punkte, so Ausreißer hat man immer, wenn man empirische Sozialforschung macht, aber eigentlich war man sich sicher, dass Clinton Präsident werden, dass Clinton Präsidentin werden würde. Der Eindruck war auch während der Wahl noch so, also wenn man nachts um 1 Uhr wach geblieben ist, ich habe es nicht gemacht, war um 2 Uhr Ortszeit bei uns, 6.15 Uhr haben die Wahllokale geschlossen, war man auch noch relativ sicher, zu 80% Clinton wird Präsidentin und ungefähr 2 Stunden später, als die ersten Ergebnisse eintrudeln, so langsam hat sich das dann abgezeichnet, dass doch möglicherweise Trump eine Chance haben könnte, Präsident zu werden. Und mitten in der Nacht, zu einem Zeitpunkt, wo wir es alle wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen haben, war es dann eindeutig klar. Und wir sind morgens von den Nachrichten geweckt worden, Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten. Und die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wie kann das sein, dass Medienforschung und dass Wählerbefragungen so falsch liegen? Wen hat man da eigentlich befragt? Oder viel wichtiger, wen hat man eigentlich nicht befragt? Weil es scheint so zu sein, und das stellt dieses Bild auch ganz gut dar, dass es irgendeine stille Mehrheit im Hintergrund gegeben hat, die sich nicht an Wählerbefragungen beteiligt hat, die nicht befragt worden sind. Und wenn man ganz ehrlich ist, so ganz so überraschend war es auch doch nicht. Weil wir hatten 6 Monate vorher so ein ähnliches Erwachen, relativ bei uns in der Nähe. Das Vereinigte Königreich hat sich auch im Jahr 2016 entschieden, aus der Europäischen Union auszutreten. Und vorher waren auch alle sicher, dass das eigentlich nicht passieren würde. Die dritte Überraschung im Jahr 2016 ist uns dann zum Glück erspart worden. Wir haben Macron als französischen Präsidenten bekommen und nicht Le Pen. Aber irgendwie war doch zumindest in unserem Erleben nach 2016 alles ein bisschen anders als vorher. Viele Dinge waren anders als vorher. Und das hängt viel mit dieser Person zusammen. Michael Kosinski, weiß jemand, wer das ist? Wer ist Michael Kosinski? Ja. Perfekt. Michael Kosinski hat den Algorithmus erfunden. Michael Kosinski ist Assistant Professor in der Graduate School of Business in Stanford und er hat im Jahr 2012, Oktober 29, 2012, diesen Artikel eingereicht, der sich nennt Private Traits and Attributes are Predictable from Digital Records of Human Behavior. Und was er im Genaueren dort sagt, ist, dass wir mit Hilfe von nur von Facebook-Likes waren sie in der Lage, Dinge vorherzusagen, wie zum Beispiel die sexuelle Orientierung, die Identität, religiöse und politische Überzeugungen, Persönlichkeitseigenschaften, Glücklichkeit, Drogenmissbrauch, ob sich die Eltern geschieden haben, Alter, Geschlecht und all diese Eigenschaften konnten sie alleine aufgrund von Facebook-Likes vorhersagen, die wir öffentlich teilen. Und
jetzt ist er nicht ganz schuld daran, sondern er hat das erforscht und auch damals schon davor gewarnt, dass wir vorsichtig sein müssen, mit wem wir welche Informationen teilen und insbesondere, wem wir damit Macht über politische Entscheidungsnahme übergeben. Und genau das ist etwas, was ein Unternehmen sich auf die Fahne geschrieben hat. Das Unternehmen heißt Cambridge Analytica. Kurz nach den Wahlen hat Cambridge Analytica einen ganz cleveren Marketing-Stunt gemacht und behauptet, wir haben Trump zum Präsidenten gemacht, wir haben dafür gesorgt, dass UK nicht mehr Teil von der EU sein möchte. Ob das so ganz stimmt, ist ein bisschen fragwürdig. Kosinski ist übrigens auch kein Mitarbeiter davon, sondern er hat davor gewarnt. Und was das Spannende daran ist, ist, Cambridge Analytica sagt, dass sie alles über Daten machen. Und zwar personalisierte Wahlwerbung für jeden, das, was er sehen möchte, das bietet Cambridge Analytica anhand von unseren Daten an. Daten sind das prägnanteste Merkmal unserer aktuellen Zeit. Wir sind in der sogenannten Zettabyte-Ära angekommen und ein Zettabyte, das ist eine 1 mit 21 Nullen, kann man sich sehr gut vorstellen. Um das mal ein bisschen zu erklären, was das bedeutet, im Jahr 2003 hatten wir 5 Exabyte, auch was man sich sehr gut vorstellen kann. Die gesammelten, alle Informationen, die die Menschheit bis 2003 gesammelt hatte, waren 5 Exabyte. Und im Jahr 2013 hatten wir 250 mal so viele Daten dazu gewonnen. Und zwar genau ein Zettabyte. Und um Ihnen kurz vielleicht eine Intuition zu geben, wie viel das überhaupt ist, wenn man ein Zettabyte an Informationen auf DIN A4 Seiten druckt, einseitig, so wie eine Bachelorarbeit, und das auf einen Stapel packt, was glauben Sie, wie hoch dieser Stapel ist? Also nicht so unsauber wie hier, sondern feinsäuberlich wie im Buch. Wir kommen mit diesem Stapel 130.000 Mal zum Mond und zurück. Und das ist jetzt auch nicht wirklich pragmatisch, oder? Wer weiß, wie weit es zum Mond ist. Also, was man sich besser vorstellen kann, ist Interkontinentalflug, 12 Stunden in die USA. Wenn man zum Mond fliegen will mit so einem Flugzeug, braucht man 16 Tage. 16 Tage im Flugzeug sitzen, einmal zum Mond. Und wenn wir das 130.000 Mal hin und zurück machen, an diesem Papierstapel entlang fliegen, sind wir 5.700 Jahre unterwegs, bis wir alle Informationen aus 2013 abgeflogen haben. Und für die mit Flugangst, die mit dem Auto fahren wollen, da brauchen wir 57.000 Jahre. Die Zettabyte-Ära hat also 2013 begonnen, jetzt sind wir aber schon in 2018, was ist eigentlich bis hierhin passiert? Wir sind mittlerweile bei 1,6 Zettabyte, aber nicht Informationen, die wir gesammelt haben, sondern das ist der Traffic im Internet in 2018 gewesen. Also das, was wir senden und übermitteln. So viel Daten haben wir gesendet. Jetzt kann man sagen, das ist ein ziemlicher Information Overload und das ist auch ein bisschen die Ursache unseres Problems. Viele dieser Informationen sind für uns irrelevant und uninteressant. Fotos von irgendwelchen Mittagessen, die irgendjemand bei Facebook postet, also Sachen, die es gibt, die man sortieren muss. Und irgendjemand muss das tun und dafür haben wir Algorithmen, die in sozialen Medien unsere Informationen vorsortieren und uns nur die Sachen zeigen, die auch wirklich interessant und relevant sind. Und jetzt kommen zwei Sachen, wo wir ein bisschen was Technisches lernen. Einmal ein Filteralgorithmus, der sich nennt Content-basiertes Filtern. Facebook und andere Anbieter machen das. Das heißt, alles das, wofür wir uns interessieren, was wir lesen, da wird eine Textanalyse drüber gemacht und wir gucken, welche Dokumente sind ähnlich und die werden uns empfohlen. Ein anderes Verfahren, das sogenannte kollaborative Filtern, da gucken wir, welche Personen lesen die gleichen Sachen und was hat eine von den Personen gelesen, was der andere noch nicht gelesen hat. Das können wir ihm empfehlen, das könnte ihn interessieren. Ist erstmal sehr hilfreich, wir finden auf jeden Fall mehr Informationen, die für uns relevant sind und die uns interessieren. Der Nachteil ist aber, wenn wir das immer wieder und immer wieder anwenden und wir sehen immer nur noch die Sachen, die irgendwie so ein bisschen ähnlich sind wie das, was wir vorher schon mal gesehen haben, was uns interessiert hat, was vielleicht auch unsere Meinung widerspiegelt, finden wir uns auf einmal in einer algorithmischen Filterblase wieder und sehen nur noch Dinge, die dem ähnlich sind, was wir schon kennen. Und all die anderen Meinungen und all die anderen Fakten, die für uns relevant sind, die sehen wir gar nicht mehr. Das Internet präsentiert die uns gar nicht mehr. Und ich als Informatiker darf das fragen, sind also die Informatiker schuld daran, dass Trump gewählt worden ist? Also es sind nicht nur die Informatiker, wir sind alle auch ein bisschen mit selbst schuld. Wir haben nämlich auch Filteralgorithmen im Kopf. Das heißt, es gibt psychologische Filter, der Psychologe spricht von sogenannten Biases oder Cognitive Biases und hier ist das, was hier exemplarisch dargestellt ist, der sogenannte Confirmation Bias. Das heißt, es gibt Dinge, die wir glauben und es gibt Fakten. Und alles das, was in der Mitte liegt, also was wir glauben und wofür wir Fakten finden, diese Fakten überbewerten wir. All die Fakten, die wir
mitgeteilt bekommen, an die wir nicht glauben, die werten wir wieder ab. Und das haben wir, da gibt es ganz interessante Ergebnisse, wenn wir uns überlegen, zum Beispiel, was ist in Aachen beim Eintritt in die Setterbein-Ära passiert. Wir haben uns überlegt, wollen wir eine Campusbahn haben, ja oder nein. Und was man jetzt machen kann, wenn man einem Gegner der Campusbahn ein Gutachten vorlegt, ein objektives Gutachten, und ihn nach dem Gutachten fragt, sind Sie dafür oder dagegen, dann sagt er, ich bin total dagegen, da sind ganz viele Gegenargumente drin. Wenn ich einem Befürworter der Campusbahn dasselbe Gutachten vorlege, sagt er danach, ich bin noch mehr dafür, da sind total viele positive Punkte drin. Objektive Informationen verstärken Polarisierung, weil wir im Kopf die Dinge filtern mit unseren Vorannahmen, die wir haben. Die dritte Herausforderung, die in digitalen Medien auf uns trifft, sind sogenannte Fake News. Das haben Sie alle schon mal gehört, das ist jetzt nichts Neues mehr, aber was viele nicht wissen, Fake News ist ursprünglich ein Geschäftsmodell. Und zwar aus dem kleinen Ort Veles, der hier abgebildet ist, aus Mazedonien. Dort hat im Jahr 2015 ein 18-jähriger Mazedonier gemerkt, als er auf seiner Internetseite diffamierende Nachrichten über Clinton gepostet hat, dass auf einmal seine Besucherzahlen in die Luft geschossen sind und er auf einmal ganz viel Geld mit Werbeeinnahmen verdient hat. Schlagartig hat er das 100-fache des Monatsgehalts in Mazedonien verdient, aufgrund von Werbeeinnahmen. Und aufgrund dieser Tatsache ist in Veles, es stehen immer noch die meisten Server, die Fake News verbreiten, weil man damit unheimlich viel Geld verdienen kann, Menschen etwas vorzugaukeln, was sie gerne suchen wollen und was sie gerne bestätigt sehen wollen. Das Geschäftsmodell funktioniert so gut, dass wenn man sich anguckt, welche Nachrichten, mit welchen Nachrichten wird interagiert, dann haben Fake News während der Wahl im August 8,7 Millionen Interaktionen gehabt, wogegen echte News nur noch 7,3 Millionen Interaktionen hatten. Das heißt, die Menschen interagieren lieber mit Nachrichten, die zu ihnen passen, die erfunden sind, als mit Nachrichten, die etwas über die Realität aussagen. Das vierte Problem, was wir haben, sind sogenannte Social Bots. Das heißt, das sind Programme, die Nachrichten teilen, die zum Beispiel Facebook-Profilen folgen. Das ist quasi sowas wie ein Fake-Account, ein falscher User, der so tut, jemand zu sein. Und für wenig Geld kann man sogenannte Social Bots kaufen und die wahrgenommene Mehrheit im Internet verschieben. Wenn auf einmal 100 Leute oder 100 Social Bots ihren Kommentar kritisieren, dann fragen sie sich vielleicht noch, ob sie das nachher nochmal tun. Obwohl das vielleicht eine Person ist, die das veranlasst hat. Die Schwierigkeit, die wir also als Sozialwissenschaftler haben, ist, wir haben einmal sowas wie eine Filterblase, wir haben kognitive Biases im Kopf, wir haben Fake News, womit jemand Geld verdient, uns unsere Fantasie zu verkaufen, und wir haben Social Bots, also erkaufte, wahrgenommene Mehrheit in sozialen Medien. Und all diese Phänomene zu untersuchen, ist schon schwierig. Das Problem ist aber, dass diese vier Phänomene auch noch miteinander zusammenhängen. Das heißt, die Filterblase zeigt uns die Dinge, die wir gerne sehen wollen, die erfunden sind, die unser Gehirn auch noch bevorzugt und holt sich auch noch Verstärkung von all den Social Bots, die auf unserer Seite sind. All diese Phänomene sind miteinander verschränkt und machen die Untersuchung dieses Phänomens umso schwieriger. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann Wissenschaft dort helfen? Wie kann eine Wissenschaft versuchen, dieses Phänomen zu beschreiben? Und dafür müssen wir erstmal gucken, was tut Wissenschaft? Wissenschaft versucht immer, mit Hilfe eines Modells eine Vorhersage zu treffen. Hier zum Beispiel ein Wettermodell, den Tornado über die Modellierung vorherzusagen. Und um solche Phänomene, die wir gerade gesehen haben, so komplexe miteinander vernetzte Phänomene zu verstehen, brauchen wir ein geeignetes Modell, damit wir Veränderungen vorhersagen können, damit, wenn wir das auf irgendeine Art und Weise steuern wollen, wir nachher sicher sein können, ob die Steuerung auch das tut, was wir uns vorgenommen haben. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, zeigen wir Ihnen kurz ein Experiment, damit Sie die Modellannahme besser verstehen, die wir nachher machen, und das wird Ihnen jetzt Laura vorstellen. Genau. Auch von mir nochmal guten Abend oder auch gute Nacht. Und wie gerade schon angekündigt, stelle ich Ihnen und euch jetzt das bereits erwähnte Experiment vor. Dieses Experiment ist berühmt geworden unter dem Namen Helden und Feiglinge. Und wir haben dieses Experiment mit 24 Studierenden durchgeführt, übrigens hier unten im Karl, was Sie vielleicht gleich noch sehen werden. Und die Studierenden hatten dabei keinerlei Vorwissen, das heißt, die kannten das Experiment vorher noch nicht. Einleitend haben wir den Studierenden folgende Aufgabenstellung gegeben. Suche dir einen Freund und einen Feind aus, merke dir diese und behalte diese für dich. Also sage den anderen nicht, welchen Freund und welchen Feind du dir ausgesucht hast. Anschließend haben wir den Studierenden nacheinander drei verschiedene Aufgabenstellungen gegeben. Die erste Aufgabenstellung in unserem Feigling-Szenario war, bringe deinen Freund zwischen deinen Feind und dich. Der Freund war in diesem Szenario also eine Art Schutzschild.
Was glauben Sie, was passiert, wenn 24 Studierende diese einfache Regel befolgen? Offen durcheinander, Chaos! Alles vorstellbar. Wir haben das Ganze auf Video aufgezeichnet. Genau, wir sehen jetzt hier, dass da in der Tat ein bisschen Chaos entsteht. Die Studierenden versuchen alle, möglichst weit nach außen zu gehen, um hinter ihren jeweiligen Freund zu gelangen, der als Schutzschild dient. Es ist relativ dynamisch, das System ist immer in Bewegung und die Studierenden sind nicht zufrieden mit ihren Positionen, sodass die sich immer wieder im Raum bewegen und immer weiter nach außen gehen. Genau. Unsere Aufgabenstellung 2 an die Studierenden lautete dann im Heldenszenario: Stelle dich zwischen deinen Freund und deinen Feind. Die Studierenden waren hier also selbst das Schutzschild oder ein Held. Denken Sie, dass sich die Studierenden in dem nächsten Video vielleicht anders verhalten? Mehr in die Mitte. Mehr in die Mitte kam da schon, das ist auch richtig. Wir sehen jetzt hier, dass die Studierenden viel näher aneinander rücken. sie gehen nicht mehr so weit nach außen, es entstehen Menschenknubbel, würde ich sagen. Und man kann hier vielleicht auch ein bisschen beobachten, wer der Studierenden vielleicht ein bisschen mehr Angst vor Nähe hat und wer weniger. Und dann hatten wir noch, wie angekündigt, Aufgabenstellung 3. Da haben wir ein gemischtes Szenario durchgeführt. Das heißt, unsere Studierenden hatten die Aufgabe, sich eine der beiden genannten Varianten auszusuchen, sich entweder selbst zwischen den Freund und den Feind zu bringen oder den Freund zwischen sich und den Feind zu bringen. Und auch hier denken Sie, dass sich die Studierenden jetzt anders verhalten? Wir sehen jetzt hier, dass das gewissermaßen eine Kombination aus den beiden ersten Varianten ist. Die Studierenden rücken ganz eindeutig nicht so nah aneinander wie in dem zweiten Video, aber sie sind auch nicht so dynamisch wie in dem ersten Video und zu einem gewissen Zeitpunkt sind die Studierenden zufrieden mit ihren Positionen und verharren da. Aber was haben wir in dem Experiment jetzt eigentlich gesehen? Wir haben gesehen, dass sich das individuelle Verhalten auf das Verhalten auf der Systemebene ausgewirkt hat. Das heißt, die Kombination von verschiedenen einfachen Regeln führt zu unvorhergesehenem, komplexen Verhalten. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür sehen wir hier, denn jeder einzelne Vogel hier bewegt sich quasi entsprechend eigener Interessen und Regeln. Und tatsächlich ist es so, dass jeder Vogel hier drei ganz einfache Regeln befolgt. Erstens, bewege dich immer zur Mitte hin, halte ausreichend Abstand zu deinem Nachbarn und bewege dich in dieselbe Richtung wie deine Nachbarn. In Summe entsteht dadurch der Eindruck einer koordinierten Bewegung und dieses Phänomen nennen wir auch Emergenz. Wir sehen hier also, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, was auch Aristoteles schon sagte. Was uns als Wissenschaftler jetzt aber interessiert, ist, wie sich dieses individuelle Verhalten auf Systemebene auswirkt. Kommt es hier also zu emergentem Verhalten? Klassische Methoden sind aber eigentlich nicht in der Lage, solche Phänomene zu beschreiben. Aber hier kommt uns die Digitalisierung zugute, denn wir können digitale Methoden verwenden, um solche Phänomene zu beschreiben. Und eine dieser möglichen Methoden wird euch jetzt Ihnen Nils vorstellen. Genau, ich werde jetzt ein bisschen was zum agentenbasierten Modellieren erzählen. Und bevor ich das tue, würde ich ganz gerne erstmal einige Begriffe einführen. Das wäre zum einen ein Agent. Bei einem Agenten handelt es sich einfach um ein Individuum. Das kann zum Beispiel ein Vogel sein, wie wir ihn gerade im Video gesehen haben. Es kann allerdings auch ein Teilchen sein oder eben ein Mensch. Weiterhin brauchen wir eine Umwelt. Die Umwelt ist quasi die Umgebung, in der sich der Agent bewegt und in der er interagiert, mit der er auch interagieren kann. Beim Vogel wäre das beispielsweise der Himmel. Bei einem Teilchen kann das ein elektromagnetisches Feld sein, in dem es sich bewegt. Und bei Menschen können das soziale Netzwerke sein, wie Facebook oder Twitter. Okay. Warum brauchen wir jetzt diese agentenbasierte Modellierung? Normalerweise ist es so, dass wir in der Wissenschaft mit sogenannten Equation-Based Models arbeiten, also gleichungsbasierten Modellen. Und ich komme aus der Elektrotechnik, ich habe jetzt einfach mal so die Standardformel von uns mitgebracht. Die URI-Formel, U gleich R mal I, kennen vielleicht noch einige aus dem Physikunterricht. Die Spannung ist gleich dem Widerstand mal Strom.
beschreibt eigentlich einen relativ komplexen Vorgang. Wir haben eine Bewegung von vielen kleinen Elektronen, aber wir haben nur drei Größen, mit der wir das Ganze beschreiben. Und so haben wir eine sehr einfache Gleichung, wo wir nur zwei Größen kennen müssen und dadurch quasi eine unbekannte berechnen können. Bei Menschen ist das Ganze jetzt deutlich komplizierter, weil wir haben halt nicht wie Elektronen, die sich immer gleich verhalten, ganz viele verschiedene Menschen, die wir dann als Gesamtsystem beschreiben können, sondern wir haben sehr viele verschiedene Menschen, die sich in ihrem Verhalten besonders stark unterscheiden können. Und da brauchen wir dann eben diese agentenbasierte Modellierung, wo wir die einzelnen Menschen als Agenten modellieren können und uns dann das ganze Modell einerseits anschauen können und dadurch viele detaillierte Blickwinkel haben. Aber wir können uns auch einzelne Agenten rauspicken und wenn wir das tun, können wir das zu einem bestimmten Zeitpunkt tun und haben dann halt echt super viele verschiedene Blickwinkel und das ermöglicht uns dieses Equation-Based Modeling leider nicht. Wenn wir das Ganze jetzt auf das Video, das wir gerade, oder das Experiment, was wir in dem Video gesehen haben, beziehen, dann sieht das so aus. Hier haben wir uns einfach mal das Experiment programmiert und man kann ganz gut sehen, hier haben wir das Feigling-Modell. Genau wie im Video bewegen sich die ganzen, ja, hier die Agenten oder im Video halt die Studenten an den Rand und bleiben da. Bei den Helden knubbelt es sich in der Mitte und bei der Mischform gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier haben wir diesen Stillstand, den Laura gerade eben beschrieben hat, dass irgendwie alle relativ zufrieden mit ihrer Position sind. Es gibt aber auch andere Formen und gerade da zeigt es sich, wie praktisch es ist, wenn wir das Ganze einfach programmieren können. Da müssen wir nämlich nicht die armen Studierenden irgendwie 100 Mal Diskal schicken, sondern wir drücken einfach eine Taste auf den Computer und der Computer rechnet kurz für uns. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst, wann können wir agentenbasierte Modelle benutzen, wann ist das besonders sinnvoll und wann lohnt es sich vielleicht nicht so. Ja, das Schöne an den agentenbasierten Modellen ist halt, dass uns das Wissen über das Individuum ausreicht. Wir brauchen also nicht das Wissen über das Gesamtsystem. Das ergibt sich dann später daraus, wenn wir die Simulation laufen lassen. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen schneller zu verstehen, gerade für Laien, weil wir wirklich nur den Agenten erklären müssen und nicht das Gesamtsystem, in dem halt sehr komplexe Vorgänge stattfinden. Dann haben wir natürlich sehr viel detailliertere Ergebnisse, einfach weil wir uns die einzelnen Agenten anschauen können. Und besonders praktisch ist das bei komplexen Interaktionen oder heterogenen Gruppen, wie zum Beispiel Menschen. Nicht unbedingt sinnvoll ist, das Ganze anzuwenden, wenn man nur eine begrenzte Computerleistung zur Verfügung hat, weil das Ganze natürlich sehr viel rechenintensiver ist als so eine einzelne Formel, die wir gerade beschrieben haben. Und wenn wir einfache Modelle haben oder homogene kleine Gruppen, dann brauchen wir es einfach nicht, dann ist es auch sinnvoller, eine Formel zu verwenden. In der Sozialforschung gibt es allerdings einige Fälle, in denen es sehr sinnvoll ist, das zu benutzen. Und einige Beispiele wird Patrick jetzt vorstellen. Dankeschön, Nils. Also wie gesagt, ich werde jetzt ein paar praktische Beispiele direkt aus der Forschung Ihnen näher bringen. Wir hatten vorhin schon mal kurz das Modell mit dem Vogelschwarm gesehen. Also das wäre zum Beispiel ein biologisches System, was sich durch agentenbasierte Modellierung sehr gut beforschen lässt. Daneben gibt es aber eben auch andere soziale Phänomene und auch eben Modelle zur Meinungsausbreitung, die mit agentenbasierter Modellierung sehr gut beschrieben werden können. Ein Klassiker, also somit das älteste Modell aus der agentenbasierten Modellierung, ist das sogenannte Schelling-Modell, was sich mit der Segregation befasst. Also da geht es darum, wie sich in der Nachbarschaft Unterschiede bemerkbar machen. Und dieses Modell beruht auf zwei Grundannahmen. Einerseits besagt dieses Modell, dass jeder Agent oder auch jeder Mensch eine Präferenz für Ähnlichkeit hat, die sogenannte Homophilie. Und daraus ableitend gibt es eben auch eine Toleranzschwelle für andere. Und das schauen wir uns jetzt hier einfach an einem konkreten Beispiel direkt an. Also wir haben jetzt hier eine Nachbarschaft, ein Wohnviertel und dort zieht jetzt ein blauer Agent ein. Wir haben sowohl blaue als auch orangene Agenten. Jetzt aktuell ist eben noch kein Nachbar vorhanden, es gibt 0% andere, also ist alles gut für uns. Und nach und nach ziehen neue Nachbarn in dieses Wohnviertel ein. Zwei neue blaue Nachbarn, alles gut, keine anderen Nachbarn, wir sind zufrieden. Jetzt kommen immer mehr Orangen dazu und damit steigt natürlich der Anteil an andersfarbigen Nachbarn, bis irgendwann das ganze Viertel bewohnt ist und wir insgesamt 75% andersfarbige Nachbarn haben. Das ist jetzt soweit noch kein Problem für uns, wenn eben diese Toleranzschwelle bei 80% liegt.
da wären wir jetzt immer noch zufrieden und würden diese Situation auch akzeptieren und auch weiter in diesem Viertel wohnen bleiben. Wenn wir diese Schwelle aber schon um 10% absenken auf 70%, würde das im nächsten Schritt eben zu einem Umzug führen. Also wir würden uns nicht mehr wohlfühlen und würden uns ein neues Umfeld suchen. Und was passiert, wenn wir uns das jetzt einfach mal für eine komplette Stadt angucken, in der sich jeder Agent genauso verhält, nach diesen einfachen Regeln? Wir haben jetzt hier zum Beispiel mit einer Schwelle von 70% begonnen und sehen jetzt am Anfang, dass mit X markiert sind die unzufriedenen Agenten, die im nächsten Schritt dann umziehen würden. Was denken Sie passiert, wenn wir jetzt dieses Modell einmal loslaufen lassen? Ja, vielleicht schwer vorstellbar, also lassen wir es einfach mal laufen. Also die am Anfang unzufriedenen Agenten ziehen direkt um im nächsten Schritt und man sieht, es gibt noch relativ wenig Umzüge und es dauert auch nicht lange, bis das Modell komplett zur Ruhe kommt. Dennoch sehen wir hier schon im Endzustand, dass sich ein bisschen die blauen von den orangen Agenten abgrenzen, also dass sich da so ein bisschen Wohnviertel bilden. Wenn wir jetzt die Schwelle absenken auf 50%, gibt es im Anfangszustand natürlich mehr unzufriedene Agenten. Und das führt eben dazu, dass das ganze Modell länger braucht und es mehr Umzüge gibt und am Ende natürlich die Grenzen auch noch ein bisschen klarer werden und so langsam mal eben blaue und orangene Wohnghettos entstehen. Und setzen wir die Grenze jetzt nochmal weiter runter, auf 20%. Dann gibt es fast nur noch unzufriedene Agenten im Startzustand. Es ist erstmal eine unheimliche Unruhe am Anfang und es dauert sehr lange, bis schließlich die orangen von den blauen Agenten sehr stark abgegrenzt sind. Und es gibt eben am Ende auch nahezu keine direkten Nachbarschaften mehr zwischen Orange und Blau. Obwohl es ja eigentlich für den einzelnen Agenten bei 20% Schwelle, wir denken, wir erinnern uns an das Wohnviertel, wäre ja ein andersfarbiger Nachbar immer noch in Ordnung. Also was können wir hier auch sehen? Das Verhalten des einzelnen Agenten wirkt sich sehr stark auf das Gesamtsystem aus. Und das führt eben hier dazu, dass sich die blauen von den orangen Agenten sehr stark abspalten und es eben eine harte Grenze gibt, in der die weißen Felder sind komplett unbewohnt. Und dieses Bild kann man eben auch auf Meinungsausbreitung ablegen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Modell, das beschreibt, wie sich Meinungskonsens durch Homophilie zu Polarisierung eben auswirken kann. Also wir haben eben ein Modell, das einerseits die politische Gesinnung von links über die Mitte bis ganz rechts darstellt und das eben über einen gewissen Zeitverlauf. Und am Anfang haben wir 100 Agenten, die eben komplett einen Meinungskonsens haben und alle in der Mitte angesiedelt sind. Und nach und nach, wenn wir dieses Modell starten, wandern alle Agenten immer weiter nach rechts und nach links, also die extremisieren sich immer weiter. Und zum Schluss haben wir dann wirklich zwei komplett konträre Meinungsbilder. Wie konnte das passieren? Das ist eben genau dieser Effekt der Homophilie, dass wir mit den Menschen lieber reden, die eben unsere ähnliche Meinung teilen. Und eben dadurch verteilt sich es immer weiter auf die Ränder. Und da gibt es auch verschiedene Faktoren, die eben diesen Effekt noch weiter verstärken können. Und einer davon, haben wir auch vorhin schon gehört, sind eben Fake News. Und da wird der Johannes jetzt noch weiter aus unserer Forschung drauf eingehen. Genau. Also André hat es eingangs schon erwähnt und Patrick hat es jetzt nochmal angeschnitten. Also einer unserer Forschungsschwerpunkte in unserer Nachwuchsgruppe Digitale Mündigkeit sind Fake News. Und speziell interessiert uns die Ausbreitung von Fake News in sozialen Medien. Also soziale Medien sind jetzt eine Umgebung, in der wir uns heutzutage oft aufhalten und in der viel politischer Diskurs heutzutage stattfindet. Und da das ein sehr, sehr komplexes Phänomen ist, haben wir uns da für die agentenbasierte Modellierung als Methode entschieden. Und wenn Sie sich erinnern, Nils hat ja vorhin über die agentenbasierte Modellierung geredet, man unterscheidet bei so einem Modell immer in einer Systemebene und in einer Individualebene. Auf Systemebene haben wir das Phänomen, was wir beobachten wollen. Das heißt, in unserem Fall sind das Verbreitungsmuster von News bzw. Fake News. Das heißt, gibt es irgendwelche Regeln und Muster, nach denen sich die Verbreitung von solchen Neuigkeiten verhält? Auf der Individualebene haben wir unsere Agenten. Und wer sind jetzt Agenten in dem sozialen Netzwerk? Im Prinzip du und ich. Also Menschen agieren in sozialen Netzwerken und
Da Menschen unfassbar komplex sind, müssen wir die auch über ein Modell abbilden. Und wir haben das gemacht über die Persönlichkeit. Und da haben wir uns entschieden für ein Persönlichkeitsmodell, was auch in der Populärpsychologie sehr bekannt ist. Also das wird vielen von Ihnen vielleicht schon mal begegnet sein. Das sogenannte Big Five Persönlichkeitsmodell. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich mal gucken, wo Sie sich da selber verorten würden, während ich das gerade vorstelle. Und zwar ist das Big Five oder verortet das Big Five Persönlichkeitsmodell Menschen auf 5 Dimensionen der Persönlichkeit. Einmal ist das die Offenheit. Das heißt, bin ich eher ein offener Mensch, bin ich offen für neue Erfahrungen oder bin ich eher zurückhaltend und bleib lieber in meiner gewohnten Umgebung? Dann gibt es den Zug Gewissenhaftigkeit, das bedeutet, bin ich eher ein pflichtbewusster Mensch, halte ich mich an Regeln und bin sorgsam oder bin ich eher chaotisch und unorganisiert und neige zum Prokrastinieren? Das kennen viele Studenten wahrscheinlich auch. Der dritte Punkt ist Extraversion, beziehungsweise Introversion im Umkehrschluss. Das heißt, bin ich eher ein Mensch, der aus sich herausgeht und viel und gerne unter Leuten ist oder ziehe ich mich gern zurück, bin reserviert und zurückhaltend und brauche viel Zeit alleine. Dann gibt es noch den Zug Verträglichkeit. Verträglichkeit bedeutet sowas wie, bin ich eher auf Frieden aus, bin ich harmoniebedürftig, bin ich sehr kooperativ oder bin ich im Umkehrschluss eher streitbar und gerade schnell mit Leuten in Streit und bin sehr kompetitiv. Und der letzte Zug ist der Neurotizismus, das bedeutet, bin ich eher ängstlich und nervös, lasse ich mich leicht aus der Ruhe bringen oder bin ich immer die Ruhe selbst und bin total relaxed und habe eigentlich nie ein Problem damit, dass ich anfällig für negative Emotionen bin. In unserem Modell haben wir jetzt quasi ein künstliches soziales Netzwerk erstellt. Also das können Sie sich vorstellen, ist sozusagen ein soziales Netzwerk. Meinetwegen Twitter. Die Verbindungen zwischen den Punkten sind sozusagen die Volkschaften oder Freundschaften auf Facebook. Jeder graue Punkt ist ein Agent. Und damit wir das möglichst realistisch nachbilden können, wird jeder dieser Agenten mit solchen Big Five-Eigenschaften eingestellt. Das heißt, wir verteilen diese Big Five-Eigenschaften, so wie sie auch in der Bevölkerung verteilt sind, auf diese Agenten, damit wir eine realistische Umgebung für so ein Szenario, für die Verbreitung für Fake News haben. Und was wir jetzt machen, also wir können sich das Ganze wie eine riesen Arena vorstellen und wir lassen die jetzt einfach mal laufen und würden jetzt ein Fake News-Item einem von diesen Agenten geben. Aber wir schauen uns nicht einfach nur an, wie sich das in diesem Netzwerk verbreitet, sondern wir bauen noch eine kleine Schikane ein, und zwar Faktenchecken. Das heißt, wir als Modellierer können einstellen, wie viele unserer Agenten die Fakten checken und wie viele das nicht tun. Das heißt, wir können sozusagen diesen Trade Gewissenhaftigkeit ein bisschen abbilden. Jetzt sind wir am Anfang erstmal pessimistisch, oder wir gehen mal pessimistisch an dieses Modell ran und stellen das Faktenchecken auf 10% unserer Agentenbevölkerung an. Und wie Sie wahrscheinlich vermuten können, ergibt sich dieses Bild. Ja, also wir geben einem der Agenten so ein Fake News Item und die Meldung verbreitet sich rasend schnell in diesem Netzwerk. Also alle roten Agenten sind die, die das erstens gelesen und zweitens auch noch weitergeleitet haben und die grünen sind die, die es gelesen haben und nicht weitergeleitet haben. Aber wie man sehen kann, haben 95% der Nutzer dieses Fake News Item erhalten. Das heißt, wir haben quasi eine komplette Ausbreitung in dem ganzen Netzwerk. Jetzt stellen wir diesen Wert, oder jetzt können wir diesen Wert ja höher einstellen und wir machen das einfach mal ganz kleinschrittig und stellen ihn auf 15%. Was wäre so Ihre Vermutung, was passiert, wenn wir den Wert auf 15% stellen? Ändert sich nichts? Ist das so der Konsens ungefähr? 15%. Also wir stellen es erstmal auf 15% jetzt. Also ich habe schon gehört, viele vermuten, dass sich da nichts ändern wird. Wir gucken uns das einfach mal an. So sieht das aus, wenn wir das Faktenchecken auf 15% stellen. Und ich weiß nicht, ob Sie es gut erkennen können, aber das Bild, was sich für uns ergibt, sieht sehr, sehr anders aus. Also wir haben immer noch relativ viele rote Agenten und auch relativ viele grüne. Das heißt, viele sehen das und viele verbreiten das auch. Aber wir haben insgesamt ein Netzwerk oder eine Durchsetzung von nur 50%. Das heißt, wir haben einen Faktor ganz minimal verändert und haben einen Rieseneffekt auf Netzwerkebene bekommen.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht zu Recht, das ist ja ganz schön, wir bauen so ein Modell und bilden das nach, wie das in der Realität ungefähr ist. Was nützt uns das? Was uns das nützt ist, wir haben damit sozusagen einen Baukasten, womit wir soziale Phänomene simulieren können. Also wir haben gerade eben den Faktor Faktenchecken verändern können und wir können jetzt versuchen, ganz viele solche Faktoren, die wir für bedeutsam, für die Verbreitung für Fake News halten, zu isolieren, zu schauen, wie man die einstellen kann und muss. Und wir erhoffen uns davon, dass man damit langfristig herausfinden kann, wie man die Verbreitung von Fake News in sozialen Netzwerken eindämmen und verringern kann. Ja, vielen Dank, Johannes. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können, ist das jetzt eine etwas vereinfachte Variante, das darzustellen. Und was Sie hier gesehen haben, sind erste Schritte im Versuch, diese Phänomene zu simulieren und diese Phänomene zu verstehen. Das heißt, was wir aber brauchen, um den gesamten Meinungsbildungsprozess wirklich verstehen zu können, ist eine Integration von mehreren dieser Komponenten. Uns muss es also nicht nur gelingen, die Ausbreitung von Fake News zu verstehen, sondern auch, wie wirken sich die Algorithmen auf die Verbreitung von Fake News aus? Oder wie wirken sich unterschiedliche kognitive Modelle auf die Verbreitung aus? Auch wenn wir Social Bots ins Rennen bringen, verändert das etwas an dieser Landschaft. Und der Vorteil von agentenbasierter Modellierung ist, dass wir diese Phänomene jetzt alle zusammenbringen können und in der Übertragung, in der Hoffnung, dass die Modelle die Wahrheit auch oder die Realität einigermaßen vorhersagen können, ist, dass wir herausfinden können, wo ist eigentlich die sensible Stellschraube, die wir angehen müssen, um die Welt zu verändern, um unsere Demokratie zu sichern. Wenn es uns gelingt, herauszufinden, welcher dieser Punkte sensibel ist, wo wir eine Einstellung vornehmen müssen, und es uns gelingt, somit einen Steuerungsprozess einzuleiten, dann kann es sein, dass wir auf lange Sicht überlegen können, was macht das eigentlich mit unserer Demokratie, wenn wir diese Parameter vorhersagen und steuern können. Und um das ein bisschen genauer zu verstehen, müssen wir erstmal definieren, was ist Demokratie? Und wenn wir uns hier an Habermas orientieren, ist Demokratie definiert als eine politische Partizipation der Bürger. Das heißt, mündige Bürger nehmen das gesellschaftliche Leben selbst in die Hand. Wir delegieren unseren Willen bei Wahlen an Politik und wir kontrollieren die Ausführung von Wahlen durch Medien. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir sowas haben wie eine politische Öffentlichkeit oder wenn wir sowas haben wie eine kommunikative Partizipation, die ja auch in digitalen Medien hervorragend funktionieren kann. Aber wir brauchen auch objektive Informationen. Und nur wenn all das gelingt, dann können wir eigentlich sagen, dass wir unsere personale Autorität, wir sind ja die Autorität des Staates, wir als Bürger, und dass wir sie nur dann in eine rationale Autorität, nämlich die der Politik, überführen können. Was es unserer Meinung dafür braucht, ist eine neue Form von Mündigkeit, also ein neuer, mündiger Umgang mit Daten und Informationen. Und Mündigkeit wird verstanden als eine Form der inneren und äußeren Selbstbestimmung, eine Übernahme der Eigenverantwortung, aber auch eine Unabhängigkeit von fremder Beeinflussung. Und eine digitale Mündigkeit bedeutet jetzt, sich dieses Vermögen auch in einer digitalisierten Welt erhalten zu können. Und besonders betonen würde ich den Punkt Eigenverantwortung, weil wir, wenn wir die Punkte, die wir eben gesehen haben, die vier Aspekte, denen, auf denen wir den unmittelbarsten Einfluss haben, sind unsere kognitiven Verzerrungen. Wir können nicht länger mit dem Finger zeigen auf Facebook, ihr müsst das ändern, Gesetzgeber, ihr müsst das ändern, Social Bots werden wir sowieso nicht verhindern, wenn jemand mit Fake News Geld verdienen wird, werden wir das auch nicht verhindern, aber wo wir was ändern können, ist mit unserem eigenverantwortlichen Umgang mit Daten und Informationen. Das heißt nicht, dass wir die Digitalisierung verhindern werden oder ähnliches, sondern wir müssen selbst die Verantwortung dafür übernehmen, was mit unseren Daten und mit unseren Informationen passiert. Bevor ich jetzt mit einem Zitat enden würde, würde ich noch einmal ganz kurz meinem hervorragenden Team Danke sagen. Ich habe das hervorragend gemacht. Als kleine Denkanregung für Sie selbst jetzt zum Ende dieser Veranstaltung, bevor Sie in die Party steigen, möchte ich kurz zitieren. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Dankeschön.